Mahlzeit! So, ja, nachdem das mit WoW wieder weitergeht, losgeht, ja, neue Runde Mad Games. Ja, diesmal für Runaways, ne, also für Fortgelaufene. Machen wir diesmal richtig. Lass uns Zeit, ganz in Ruhe, kein Stress, keine Hektik, keine Ziele. Wir machen einfach so lange, wie wir wollen. So, Spielernamen. Ja, wie nennen wir den? Weiß ich gar nicht. Hier. Hotte. Hotte Jansen. So, Hotte Jansen ist Chef in einer Firma, die macht Computerspiele. Und zwar, Jansen. Games. Jansen Games. So. Wir sind die Firma Jansen Games. Wir sind Jansen selber. Wir sind ja aus Norddeutschland. Wir kommen ja aus der Küste. Von der Küste. Nein, wir nehmen nicht, wie viele Leute jetzt gedacht haben, hier den Rettungsring. Das wäre viel einfach. Auch den Fisch nicht. Und auch die einsame Insel haben wir nicht. Nein, der Anker könnte man drüber nachdenken, aber ich will das Quietsche-Entchen. Ich will das Quietsche-Entchen. So, wir kommen natürlich aus Deutschland, das ist ganz klar. Tutorial deaktivieren brauchen wir nicht. Ach, ein Dreck, ein Schmarrn. Aber dafür alle Futures freischalten. Ja. So, machen wir das. So, das Ganze, ja, das sind wir. Wir gehen auf Geschwindigkeit. Unser Special Future liegt in der Zukunft und wir wollen, dass die Spiele Power haben, ne? Dass alle Kerne benutzt werden, das wollen wir. Und wir wollen in Zukunft, ja, was wollen wir da eigentlich für Spiele machen? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, wir wollen Simulationen machen. So, das Ganze wie immer langsam, versteht sich. Ja, 1980, da haben wir eigentlich am wenigsten Probleme mit. Normale Schwierigkeit, denke ich mal, sollte eigentlich kein Problem sein. So, willkommen bei, ja, ach komm, Pause. So, brauchen wir erstmal hier ein schnieke-klitze-kleines Entenbüro. Schreibtisch. So, gleich ausrüsten, sonst vergessen wir das. Ich meine, die Kohle dafür, die haben wir. Ich will sowieso ein klein bisschen anders spielen, wie ich das sonst immer mache. Komm, hier, Feuerlöscher gibt's noch. Und einen Erste-Hilfe-Kasten. So, nach hier. Wir sind sowieso noch alleine. Jetzt darfst du erstmal hier die Dingensbums machen. Orbein. So. Ja, wie habe ich mir das vorgestellt? Wir werden zum Anfang zumindest relativ wenig selber Spiele machen. Wir werden uns hier auf die Auftragsspiele stürzen. Also ich wundere, ich trinke nebenbei meinen Kaffee noch, den ich vorhin nach dem WoW gemacht habe, nach der Aufnahme. Ich so, ja komm, lädst du erstmal hoch. Das war ja auch 2 GB. Ich meine, das hat ja auch eine halbe Stunde gedauert. Dieser Kaffee kalt. Ja, schön. So. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir uns aber so ein paar Dev-Pakete hier kaufen. Hier erstmal Preis. So, alle werden wir uns noch nicht leisten können. Wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, der Kartari nicht. So. Auftragsarbeit. Ja,
Gruppe Erwachsene. Thema Physik ist in Ordnung. Untergenre Geschicklichkeit. Engine haben wir noch nicht. Scheiße. Scheiße. Ich Idiot. Gut, das war ja das war jetzt ein Eigentor. Das war ein klassisches Eigentor. Das war das. So, nochmal das Ganze. Physik. Ach komm, Physik und Erotik. Beim Denkspiel. Mit Geschicklichkeit. Oh Gott, ich hab schon gerade Gedanken. Herrschaftszeiten. Ja, jetzt müssen wir hoffen. Ja. Ich denke. Dreh ist es. Ja. Ja, komm. Ja, entweder wir gehen jetzt krachen oder es funktioniert. Hey, wer Glück als Verstand? Scheiße. Knapp, viel zu knapp. Los, komm hier, Spielbericht. Ei. Das gefällt mir. Okay. So. Dann kommt als nächstes erstmal der ran. Dann machen wir erstmal eine eigene Engine. Fies. Fies. Naughty Chicken from the Evil. Evil Chicken from the Naughty, das wäre doch eigentlich was. Oh yeah. Warte mal, ich erinnere mich, ich hatte in einem anderen Let's Play hatten wir Evil Chicken schon. Nee, das kann ich nicht schon nicht nochmal nehmen. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht mehr. So, Engine programmieren. Das ist die Depping 1. Optimiert für Geld. Futures. Verkaufen. Wir kommen aber bitte für 25% für 500. So machen wir das. Dieser Clown. Ja, das darfst du gern ein bisschen schneller machen. Oh, warte mal, da kommt mir eine Idee. Wenn wir uns auch noch mal gleich einen Trainingsraum machen, da werden wir dann zwischendurch immer mal reingehen. So, die Engine ist gemacht, die ist schon verkauft, das finde ich sehr schön. Erstmal den hier. Dann machen wir da erstmal nochmal ein Spielchen. Eins von denen hier. Warte mal hier. Den nochmal eben kaufen. Und dann denke ich mal, ja, läuft's. Ich habe mir auch so überlegt, oder was heißt überlegt? Kommt mir jetzt gerade zu den Kopf. Was halt
haltet ihr davon, wenn wir nur Leute nehmen, die komplett ausgebildet sind? Also die erstmal ausbilden. Ne, Chef jetzt mir ja außen vor. Wäre doch eine Idee. Oder nicht? Physik, eigener Engine, so. Oh, Erotik hat sogar gepasst. Ja, nehmen wir das wieder rein. Physik und Erotik. So, warte mal, wie war das jetzt? Ja gut, dies ist wow. Einfach nur wow. Da sollten wir hoffentlich die nicht ganz. So. Und bitteschön. Haben wir kein Geld für, außerdem haben wir kein Produkt. Fehler. Ja, siehst du wohl. So geht das. Dann mal los. Gleich mal hier Spielbericht machen. Ich weiß nicht, ich finde das wesentlich angenehmer, das so am Anfang erstmal zu machen, weil dann sind wir reine Entwickler. Dann brauchen wir uns nicht darum kümmern, ob irgendwas gut verkauft wird oder ne? Machen wir das erstmal hier so. Haben wir hier noch eins. Nehmen wir doch das hier gleich. Schalalala. Das wird quasi das gleiche Spiel. In die Vollen gehen. So. Wann geht das los? Hätte ich gesagt. Würde ich sagen. So, nach dem Spiel, dann machen wir erstmal eine Runde Ausbildung, hätte ich gesagt. Also, die normalen Aufträge, die haben grundsätzlich erstmal Vorrang. Ne, also die hier, die kleinen. Beziehungsweise solche Sachen. Die Engine sollten wir aktuell fliegen. Ja, diese Aufträge meine ich, ne? Die Auftragsarbeiten. Ah, wo ist mein Kratzstab? Oh, Rücken. Oh. Hei, hei, hei. So, Engine updaten. Ja, hat's gemacht. Gar kein Problem. Und keep ihn. Ja. The Duck Games. Ach, herrlich. Ja, komm, mach da fertig. Du alte Trantüte, du. So, hast du gemacht. Dann hier, los. Beweg dich. Tu was für dein Geld, was du nicht bekommst. Alter Lava, sag du. Schon Staffel 3, glaube ich, ne? Oh, die Dipping 1. Das wäre jetzt die Dipping 2 gewesen, ne? Egal.
Machen wir jetzt aber hier noch trotzdem jetzt erstmal. Wenn er dann hier mit irgendwann fertig ist. Ja, hier ist es. Wobei solche Sachen kann man ja offscreen theoretisch. Oh nö, muss man nicht. Muss man nicht offscreen machen. Nö, das geht schnell genug. Ich meine, im Prinzip ist es ja egal, ob er hier sitzt oder da sitzt. Ne? Also sehen tut ihr ja das gleiche, nämlich aktuell gar nichts. So, als nächstes kommt dann erstmal wieder die Engine ran. Warum der Engine Motor? Ob die Engine auch 500 Horsepower hat, HP, Horsepower, ne, mit 100 Oktan, Methylisator. Oh, herrlich. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie gute Laune. Kalter Kaffee macht schön. Ach, ich weiß, bin ich schön alt. Ja, ja. So, haben wir hier was? Natürlich nicht. Warum auch? Warte mal. Haben wir das gemacht? Meine Spiele, Reviews. Solomon's Secret. Oh, das war doch da gerade aufgelistet. Ja, stimmt. Stimmt. Solomon's Secret 2? Ja, mein wird desinfiziert, ich glaube, ich bin bescheuert. Ah ja, ich habe den Namen geändert. In die Original, also teilweise bei den Publishern zumindest in die Originalnamen. Leco mio. Geh. Hau ab. So. Ja, jetzt ist er hier schon mal ein bisschen besser. 20 Punkte knapp. Als nächstes die Engine updaten. Dann ist das jetzt die Deppen. Warte mal, das ist nee, das, die 1.4. Das machen wir hier von. Ja, genau so machen wir das. Und wenn die 10 voll ist, dann ist das die 2-Punkt-Schießmethode. So, genau so machen wir das. Achso, ja, Moment. Moment. Also, wenn ich Feuer einstellen kann. Spät ist denn das eigentlich? Achte. Ja. Vor 2 Stunden habe ich mit WoW angefangen aufzunehmen. Ja, ist okay. Kein Leben. So, jetzt aber updaten. Also 1.5 dann, ne? Jo. So, dann los. Jo, gut. Und damit sind wir dann auch eigentlich schon am Folgenende angekommen. Jo. Gut. Dann, ja, drück mal Pause. Wir sehen uns dann in der, hören uns dann in der nächsten Folge mit Hotte Jansen, wie er vielleicht dann sein erstes eigenes Spiel programmiert. Weil immer dran denken: Mighty Ducks, wir müssen vorangehen. Seht ihr, Mighty Ducks ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir machen werden. Ja, hier so Sportspiel. Machen wir auf jeden Fall. Oder ein Abenteuer. Oder kann man auch mal Abenteuer rein. Wir machen ein Mighty Ducks-Franchise hier auf. So machen wir das. Ja, wie dem auch sei, viel Spaß heute, ne, euch und so. Wir hören uns im nächsten Spiel. Bis dann. Tschö.